Hallo allerseits. Na, sitzt ihr bequem? Dann können wir ja anfangen. Es war einmal ein armes und frommes Mädchen, dem war schon in jungen Jahren der Vater gestorben. Nun lebte es alleine mit seiner Mutter in einem kleinen Haus am Rande einer kleinen Stadt. Und da die beiden nichts zu essen hatten, ging das Mädchen hinaus in den Wald, um dort nach Beeren und Pilzen zu suchen. Einmal begegnete ihm da eine alte Frau, die es noch nie gesehen hatte. Das Mädchen erschrak sehr, aber die alte Frau war freundlich und nickte gütig, als wüsste sie um den Kummer, den das Mädchen mit sich herumtrug. Und sie schenkte ihm einen Topf. Das war aber ein ganz besonderer Topf. Denn wenn man zu dem Topf sagte, Töpfchen koche, dann kochte es einen wunderbaren, herrlichen, süßen Brei. Immerfort, bis man sagte, Töpfchen stehe. Dann hörte der Topf auf zu kochen. Das Mädchen brachte den Topf heim zu seiner Mutter und alle Not hatte nun ein Ende. Sie brauchten keinen Hunger mehr zu leiden, denn der Topf kochte süßen Brei so oft und so viel sie wollten. Eines Tages ging das Mädchen aus in die Stadt, um Besorgungen zu machen. Die Mutter blieb allein zu Hause. Als sie hungrig wurde, holte sie den Topf aus dem Schrank und sprach, Töpfchen, koche. Schon kochte es und die Mutter konnte sich satt essen. Nun sollte der Topf wieder aufhören zu kochen, doch die Mutter hatte das rechte Wort vergessen. Sie sagte, Töpfchen, hör auf! Und Töpfchen, genug! Sie rief, schrie und bettelte, aber der Topf kochte immer weiter und weiter. Also kochte es fort und der Brei stieg über den Rand des Topfes hinaus und kochte immerzu, die Küche voll und das ganze Haus und das zweite Haus und die ganze Straße, als wollt's die ganze Welt satt machen und kein Mensch weiß sich da zu helfen. Wie nur noch ein einziges Haus übrig ist, kam endlich das Mädchen heim. Sie sagte nur, Töpfchen, steh! Und schon hörte das Töpfchen auf zu kochen. Aber noch lange Zeit musste, wer in die Stadt hinein wollte, sich durch süßen Brei hindurchessen. Na, das wird wohl noch einige Zeit dauern hier. Gute Nacht.